Die Umweltwoche 2024 klopft schon ganz leise an die Tür. Sie wird von 1. bis 9. Juni in diesem Jahr passieren. Und mit diesem Video möchte ich euch alle wieder ganz herzlich einladen, mit eigenen tollen, bunten Aktionen und Projekten an den Start zu gehen. Vielleicht kennt ihr auch Menschen aus eurem Umfeld, die bis jetzt noch nicht dabei waren, die vielleicht auch Lust haben mitzumachen. Ihr dürft ihnen gerne davon erzählen. Und wie einfach das Mitmachen tatsächlich geht, zeigen euch jetzt die 7 Schritte nochmal auf einen Blick. Schritt 1, ihr habt eine Idee oder vielleicht sogar schon ein bestehendes Projekt, das zum Motto passt und kennt Menschen, die ganz gerne mitmachen möchten. Beispiele dafür könnten sein ein Kleidertausch, ein Flohmarkt, ein Repair-Café, eine Ausstellung, ein Vortrag, eine Exkursion und so weiter und so weiter. Schritt 2, ihr gebt eurem Projekt einen Namen, sucht euch einen Termin aus, der für euch passt und klärt hier im Prinzip alle W-Fragen. Was passiert mit wem, wann und wo und wie? Schritt 3, alle Projekte der Umweltwoche werden gebündelt sichtbar gemacht. Das heißt, ihr tragt euer eigenes Projekt bei uns im Online-Veranstaltungskalender des Gemeindeverbands ein. Dafür müsst ihr euch unter umweltv.at ganz kurz registrieren lassen. Die passenden Links dazu findet ihr in der Beschreibung zu diesem Video. Dann bekommt ihr eine Freischaltung zurück und könnt ab sofort alle eure Veranstaltungen online zu jedem Zeitpunkt eintragen und auch anpassen. Wir werden diesen Veranstaltungskalender mit Plakaten im TV, im Radio, im Online- und Printbereich sehr breit streuen. Nicht nur, weil wir damit kräftig Werbung für die Umweltwoche machen möchten, sondern vor allem, weil wir stolz sind, dadurch zeigen zu dürfen, wie bunt der Ideenpool und das Engagement der VorarlbergerInnen während der Umweltwoche ist. Schritt 4 und zum Stichpunkt Plakat. Ihr könnt für euer eigenes Projekt auch ein eigenes Plakat im Umweltwochendesign bekommen. Dafür schreibt ihr einfach mir eine E-Mail, bekommt einen Download-Link zurück und könnt euch euer Wunschformat beliebig oft ausdrucken und alle Details zu eurem Projekt händisch eintragen. Schritt 5, euer Event steht fast bevor. Jetzt könnt ihr nochmal kräftig auf die Werbetrommel hauen und euer Umfeld animieren. Denkt dabei dran, der persönliche Draht und Kontakt zu den Menschen, die euch umgeben, ist eigentlich das Wichtigste eurer Projektplanung. Vielleicht könnt ihr zu dem Zeitpunkt schon ein paar Social Media Postings machen, quasi als Ankündigung eurer Veranstaltung. Schön ist es, wenn ihr dabei auch unsere Hashtags mitverwendet. Schritt 6, jetzt geht's endlich los. Ihr genießt jeden Moment mit eurem Publikum und vielleicht habt ihr die Gelegenheit, ein paar dieser Momente auf Fotos oder Videos festzuhalten, weil die Medien könnt ihr nicht nur gut für Social Media verwenden, sondern eben auch für Schritt 7, weil nach eurer Veranstaltung ist es mir persönlich eine sehr große Hilfe, wenn ihr mir eine kurze Nachricht schreibt mit 3 Informationen drin, wie viele Menschen haben teilgenommen, vielleicht habt ihr 1 oder 2 Bilder davon und euer persönliches Feedback, wie es gelaufen ist. Ihr seid mit eurem Projekt ein ganz zentraler Teil der Umweltwoche und deswegen ist euer Feedback auch so unglaublich wertvoll für mich, weil ich dieses Format Umweltwoche sehr gerne gemeinsam mit euch weiterentwickeln möchte. Das war's mit der Kurzanleitung in 7 Schritten. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr während der Planungen irgendwelche Fragen habt oder Impulse braucht, könnt ihr euch sehr gerne jederzeit melden. Und damit auf eine energiegeladene und spannende Umweltwoche 2024.